Du wurdest vorhin unterbrochen, als du mir gerade etwas über Sex erzählen wolltest. Oh ja. In der Tat. Man ist wohl der Meinung, eine Prinzessin brauche über solche Dinge nichts zu wissen. Nun erzähl schon. Ich könnte dir viel darüber erklären, aber es wäre unklug, es sich mit deinen Eltern zu verscherzen. Sie könnten mich verbrennen, an eine öffentliche Bibliothek verschenken oder mich sonst wie fürchterlich bestrafen. Wie laufen Elfenschwangerschaften ab? Sie sind menschlichen Schwangerschaften sehr ähnlich. Nur, dass sie deutlich länger dauern, etwa 4 Jahre. Oh. Du bist vermutlich im 6. Monat. Und wenn ich in die Welt der Menschen gehe, um mit dem Erzmagier zu sprechen? Die Zeit in der Menschenwelt vergeht schneller. Dann wird auch deine Schwangerschaft schneller verlaufen. So viel ist sicher. Was das für Auswirkungen hat, ist schwer zu sagen. Mir ist nicht bekannt, dass schon einmal eine Elfe außerhalb des Waldlandreichs ein Kind bekommen hat. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Wenn alles gut läuft, bin ich innerhalb weniger Tage zurück und weiß, was passiert ist. Das wäre zu empfehlen. Eine Schwangerschaft stellt seltsame Dinge mit dem Körper und dem Charakter an. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was eine Turboschwangerschaft einer Elfe im Menschenreich bedeuten würde. Oh, das werden Danke wir für wahrscheinlich deine Hilfe. Noch miterleben, oder? Dafür bin ich doch da. Okay, hier haben wir soweit alles erledigt. Dann oben haben wir auch alles. Dann gehen wir nochmal raus. Sprechen wir nochmal mit Aubo. Vielleicht hat er uns ja irgendeinen Tipp, wo wir den Kessel voll Gold herbekommen. So, komm, gib uns Du lässt es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Wenn ich einen Kessel voll Gold bräuchte und wenn du einen hättest, würdest du ihn mir dann leihen? Wenn ich der Sultan der 3 Wüsten wäre und du saftige Weintrauben hättest, würdest du mich dann füttern? Also schön, ernsthaft. Hast du einen Kessel voll Gold? Genauso wie du Weintrauben hast und ich der Sultan bin. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Okay, alles nur ausweichen. Nö. Der hilft uns nicht. Können wir hier noch irgendwas anschauen? Wir haben den Spannerspiegel gehabt. Er hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Das heutige Losungswort ist Melon. Wenn ich es den Schildwachen nenne, haben sie keine andere Wahl, als mich durchzulassen. Und bis sie herausfinden, dass sie einen Fehler gemacht haben, bin ich längst in Seefels. Okay, sehr gut. Was gibt's noch hier drüben? Gehen wir einfach langsam durch. Können wir irgendwas... Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Cheep Cheep behauptet immer, es würde schnell verdunsten. Ich glaube aber, es liegt am ungehemmten Badespaß und seiner mittlerweile nicht unerheblichen Körper. Okay, das haben wir schon. Geht nicht. Schaufel, nee, geht auch nicht. Wasser bringt nichts. Angeln haben wir inzwischen jetzt echt genug. Die Vuvuzela bringt uns auch nichts. Die Weide reckt vor lauter Fröhlichkeit ihre Äste in den Himmel. Ein Teil des Wasserfalls liegt wegen ihr schon im Schatten. Wenn sie weiter wächst, wird sie irgendwann den halben Garten beschatten. Okay. Da bekommen wir nichts, dann schauen wir hoch in den Thronsaal. Vielleicht haben ja König und Königin irgendwas für uns. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen weiter. Du, Papa? Ja, Spätzchen. Was sagst du zu meiner Mütze? Alles andere als schick. Sie muss also sehr nützlich sein. Oh. Sie macht mich zur Meisteranglerin. Oh, das hättest du auch werden können, wenn du ein paar hundert Jahre geangelt hättest. Jetzt hat dich die doofe Mütze all des Spaßes beraubt. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Ja, da freue ich mich Bis schon später, auf das Vater. Dauerangeln, wenn das neue WoW-Addon kommt. Oh, das wird wieder ein großer Spaß. Gibt's noch irgendwas bei Mutter oder haben wir irgendwelche Elemente hier? Ne, mit Vater reden, der Mondbrunnen,
Der bringt uns, glaube ich, auch nichts. Als Nate den Brunnen zum ersten Mal sah, redete er etwas von Skypool und machte Andeutungen, wir könnten im Wasser eine Menge Spaß haben. Das war der Zeitpunkt, an dem Mutter Cheep Cheep zu Nates Bewachung abstellte. Okay. Können wir nicht. Die Karaffe haben wir schon mal benutzt hiermit. Geht auch nicht. Angeln. Wir angeln. Nee, geht auch nicht. Würmer in den Brunnen. Nein. Ich lasse sie arbeiten. Diese Sache mit der magischen Seuche scheint sie wirklich zu beunruhigen. Okay. Ja, dann machen wir weiter beim Kombinieren. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Irgendwie, ich hab... Also. Na? Ach, jetzt habe ich... Nee, wir lassen ihn auf. Ah, okay. Also das ist einfach ein Gimmick-Icon. Fülle die Karaffe auf. Nee. Spieße. Nee. Grabe. Auch nicht. Angle. Haben wir schon. Wurme. Auch nicht. Wuseliere. Auch nicht. Oh, 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 oh. Ja, die Holzbearbeitung. Ob Bäume einen Schreiner wirklich für den Butzemann halten? Es ist nicht nett, aber das muss ich ausprobieren. Man kann einen Baum mit Hilfe einer Axt und Keilen problemlos fällen. Meiner Erfahrung nach geht jedoch nichts über eine scharfe Säge, die von zwei Mann geführt wird. Oh. Ritschratsch beißen sich die Zähne der Säge ins Holz und schon nach Minuten stürzt selbst der größte Baum zu Boden. Anschließend werden kleinere Äste und die Rinde am Stamm mit Beilen entfernt. Zersägt in mehrere Stücke, ist der Baum für den Abtransport bereit. Wow, ich fühle mich schmutzig. Oh. Wird schon wieder. Oh, die arme, trauernde Weide. Und wir haben einen Regenbogen. Na, dann gehen wir mal an das Ende des Regenbogens. Wir haben eine Schaufel schon bekommen. Genau, betrachte das Ende des Regenbogens. Und jetzt gleich kommt der Kobold, oder? Hey, ein Regenbogen hat sich gebildet. Seit die Weide aus unerklärlichen Gründen die Äste hängen lässt, scheint die Sonne wieder direkt auf den Wasserfall und der wirft einen hübschen Regenbogen in den Garten. Okay, ich denke, es wird das Spaten sein. Grabe am Ende des Regenbogens. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es hier das Loch, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Und? Kommt der Kobold? Ein Kessel voll Gold und kein grimmiger Kobold, der ihn bewacht. Glück muss man haben. Na. No. Okay, und wie kriegen wir das Ganze jetzt zu dem Greifenmeister? Aber. Du lässt es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Ich habe deinen Spaten. Ich brauche deinen Spaten nicht mehr und habe ihn da drüben hingestellt. Das ist gut. Und ein schönes Loch hast du auch gegraben. Mitten in meinen Rasen. Oh, verzeih. Ach, was soll's. Ich pflanze irgendwas rein. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Nö, nö. Oh, das ist trotzdem nett. Der gute George Clooney. Ich habe eigentlich gedacht, der ist da hin. Ach nee, ist hier vorne. Gut, reden wir mit Sheep, weil der ist ja unser Verbündeter. So. Hey, Sheep! Kannst du... Ich habe hier einen Kessel voll Gold. Am besten wäre es, wenn du ihn zum Gestüt bringen könntest. Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen nicht aufgehalten und wärst in wenigen Stunden wieder hier. Ja, in Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Orkkriegerin im Armdrücken zu gewinnen.
Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Na, dann hilft uns das sicherlich dieses, Bin gleich wieder da, Chief. Arztbuch, oder? Rede mit dem Medizinbuch. Ich wünschte, es gäbe einen Anhaltspunkt, dass das Buch sich geirrt hat, aber leider ist es sich sehr sicher und ich weiß, es hat recht. Ich bin schwanger. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass ich hier weg muss, bevor Mutter etwas erfährt. Der Erzmagier in Seefels wird wissen, was zu tun ist. Okay, das hilft uns überhaupt nichts. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Das blaue Vieh bringt nichts, der Helm bringt nichts. Medizinbuch hatten wir. Okay. In WoW sind es die Druiden, die die Stärkungszauber machen. Mark of the Wild. Vielleicht ist es damit wieder eine Anspielung. Mit Mutter werden wir eh nicht reden können. Ich lasse sie arbeiten. Diese Sache mit der magischen Seuche scheint sie wirklich zu beunruhigen. Okay, dann reden wir mit Papa. Du, Papa? Ja, Spätzchen. Ja, mein Kind. Das sieht gut aus. Mal angenommen, Cheep Cheep soll etwas Schweres durch die Luft transportieren. Wie könnte ich dafür sorgen, dass er es schafft? Du könntest mich darum bitten, ihm die entsprechenden Kräfte zu verleihen, was du hiermit getan hast, nicht wahr? Würdest du? Ich kann ihm zusätzliche Kraft schenken. Aber der Effekt wird nicht lange genug anhalten, um euch, sagen wir mal, nach Seefels zu bringen. Das muss er auch gar nicht. Es geht nur um eine kurze Strecke. Bring mir einige Sonnenblumenkerne. Ah, hatten wir doch, Was genau hast du mit den Sonnenblumenkernen vor? Du wirst schon sehen. Es wird Cheep Cheep stark genug machen, auch eine sehr schwere Last eine Zeit lang tragen zu können. Ja, wir wissen, wo wir sie bekommen. Los! Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, ja, kleine und wieder Tochter. Der gute alte Druidenvater. Bis später, Vater. Das. Einfach nett. Gut, geh hinab in den Garten. Wir müssen rüber auf den Balkon. Hier hoch. Genau. Ich nehme mir ein paar Sonnenblumenkerne. Ich nehme mir noch ein paar deiner Kerne, aber das sind die letzten, versprochen. Ja, mehr brauchen wir auch wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt wieder rüber zum Vater. So, nach oben. Und, ich habe zuerst... Du, Papa? Ja, Spätzchen. Ich habe hier ein paar Sonnenblumenkerne. Gut. Halt still. Das war's? Gib Cheep Cheep diese Körner zu essen, kurz bevor er zu seiner Reise aufbricht. Danke. Was immer du mit den Sonnenblumenkernen angestellt hast, es sah sehr nach Magie aus. Oh nein, es war das Gegenteil von Magie. Natur. Leben. Pures Leben. Ja, was genau meinst du damit? Lausche dem Wind in den Weiden und dem Maulwurf und der Kröte. Sie kennen die Antwort. Ja, der Vater möchte einfach, dass seine Tochter gut Ich habe geht. Einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Er ist ein Druide und ja, möchte deswegen das Leben bewahren und ihr helfen. Und möchte sie halt eben auch, dass sie die Erfahrung halt eben macht. Okay, wir haben das Problem gelöst. Wir können zu Cheep. Cheep. Was sind das hier? Ich habe es gerade nicht ganz genau. Verzauberte Sonnenblumenkerne. Ja, genau. Vater hat diese Sonnenblumenkerne verändert.
Wo ist mein Goldkessel? Und? Spürst du etwas? Nun übertreib mal nicht. Schon gut, hier. Ob das gut geht? Cheap neigt ohnehin zur Selbstüberschätzung. Was ist dann erst mit Super Cheap? Cheap, Cheap! Oh nein, es ist... Ja, jetzt bin ich gespannt. Dann können wir draußen noch mal reden. Halt, draußen, ich will raus. So. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis er wiederkommt. Er ist abgehauen. Ach, da oben kommt es schon. Jetzt übertreibt er es aber. Okay. Er konnte nicht widerstehen und hat den Hippogreif gleich mitgebracht, wie es scheint. Hey, Cheap, gut gemacht. Cheap. Warte, ich komme rauf. Okay. Wir gehen hoch auf den Balkon und jetzt... Ah, nein. Ja. Wunderschön, wie sie so in der Kiste drin steht. Gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Komm. Ja, kleinere Clipping-Probleme. Was wird wohl passieren, wenn ich jetzt sag, geh runter in den Garten? Dann läuft sie... Nee, läuft sie nicht. Okay, dieses Mal steht sie nicht in der Kiste drin. Hey, Cheap! Oh, klasse. Ja, betrachte die Kiste. Da drin ist er also? Unser Hippogreif? Warum hat das Gestüt ihn verpackt? Hätten sie ihn nicht einfach neben dir herfliegen lassen können? Ja, ist doch viel besser mit DHL hier. Du meinst, er war schon in der Kiste? Du hast ihn gar nicht gesehen? Oh nein. Dein Vertrauen möchte ich haben. Naja, wenigstens ist er munter. Jetzt kommt's wahrscheinlich. Cheap hat den Hippogreif blind gekauft. Sein Vertrauen in das Gestüt Ekuleus ist größer als sein Misstrauen in die Verschlagenheit der Menschen. Ganz ruhig, ich bin ja schon dabei. Oh, na. Hast du noch die Quittung, Cheap? Oh nein! Mit diesem Herzchen sitzt drauf. Oh nein! Och, da hatten die Designer richtig viel Spaß. Cheap? Sah der Hippogreif in deinem Magazin nicht anders aus? Größer? Mehr Greif? Weniger Hippo? Ob das die Seuche ist? Mutter sagte, sie verwandle Dinge. Okay, reite hier auf dem Hippogreif. Ich denke, das wird dann das Level beenden. Hey, Cheap! Weil wir dann nach Seefels kommen, oder? War in der Welt der Menschen etwas anders als sonst? Gab es Spuren dieser Seuche? Und auf dem Gestüt war auch alles normal? Ja, nennt er das normal? Eingeschüchtert? Vor wem sollten sie Angst haben? Bin gleich wieder da, Cheap. Okay. Ich würde sagen, wir sagen allen noch schnell Ade, bevor wir auf ihm hier reiten. Oder gibt es da noch ein Problem, das wir haben? So. Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Okay, dann brauchen wir nur noch Papa und Mama.
komm, Bewegung, Bewegung. Mit dieser Fahne hinten dran. Oh nein, das ist... Ich lasse sie arbeiten. Okay. Diese Sache mit der magischen Seuche scheint sie wirklich zu beunruhigen. Okay, und was gibt's bei unserem Vater, der uns jetzt geholfen du, hat? Du, Papa? Ja, Spätzchen. Okay, eine Erleuchtung zum Schluss. Erleuchte mich, Vater. Die Motte und der Löwenzahn, geliebt von mir wie nur wenig anderes, gehören zu den großen Wundern der Welt. Das ist interessant. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Ach, dafür gibt es auch noch... Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Noch ein Erfolg. Bis später, Vater. Erleuchtet. Okay, wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt, auch zum ersten Mal gesehen. Gut, dann können wir jetzt langsam hier hoch. Und reite auf dem Hippogreif. Jeep, du hast wahrscheinlich auch nichts mehr. Ich glaube, an die Superkräfte könnte er sich gewöhnen. Oh nein. Und wir reiten auf dem Hippogreif. Es sieht aus, wie es endet. Du bist stark, oder? Du konntest immerhin die Kiste zertrümmern. Kannst du mich bis nach Seefels tragen? Also schön. Oh nein. Der Erzmagier ermordet? Von Wilbur Wetterquarz? Da ist irgendeine Schweinerei im Gange, Cheep. Ich glaube weder das eine noch das andere. Irgendjemand ist für diese Seuche verantwortlich und irgendjemand will unseren Freunden schaden. Auf nach Seefels! Flieg, flieg, auf und davon!